Schön. Und dann suche ich jetzt Viecher. Was für Viecher? Finde ein Stammesmitglied vom Planeten Ken. Ach so, irgendein Stammesmitglied. Okay. Auch gut. So, hier haben wir einen Geysir. Planet scheint schön zu sein. Auch ein Stammesmitglied. Hey, wir haben noch einen Stamm. Schick. Und hier sind noch ein paar nette Viecher. Alter, sehen die hässlich aus. So, Entführungsstrahl. Den hätte ich ganz gerne. Macht das was, wenn wir ein paar mehr mitnehmen? Nee, ne? Stimmt nicht. Komm, wir nehmen einfach mal noch ein paar Spezies mit. Schadet bestimmt nicht. So, ich meine, wenn wir schon hier sind, ne? Wie oft sind wir denn hier? Oh Gott. So, haben wir noch was? Ich hätte gern noch irgendein Viech. Eins noch, komm schon. Ich weiß genau, dass wir es finden. Hey, da war noch was. Haha. Alter, ich kann sogar Bäume ausreißen. Oh mal geil. Komm, wir nehmen ein paar Bäume mit. Huch. Ich glaube, wir sind ein bisschen voll. So, das war's. Wir fliegen wieder weg. So, wir müssen jetzt erstmal wieder nach Hause, um unser System ein bisschen aufzuladen. So, wir gehen noch ein bisschen raus. Ah, siehst du, merkst du schon, wir müssen dringend zurück. Wie? Sie sagen, ich habe zu wenig Energie? Nein. Ich brauche aber Energie. Ich muss wieder nach Hause. Wie, das ist zu weit weg. Das kann's nicht sein. Da komme ich aber gar nicht hin. Entfernung, Entfernung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das bringt mir gerade recht wenig. Ich muss jetzt irgendwo hinfliegen, wo ich hinpasse. So, hier komme ich hin. Ich muss nach Hause. Komme ich jetzt auch nach Hause hin? Wie, ich komme nicht nach Hause hin? Natürlich komme ich nach Hause hin, oder? Nee, hier habe ich eine Mission. Sind da die Giblin? Kehre zum Planeten Gie zurück. Ich will aber erstmal nach Hause. Da, Heimatwelt, so. Ich würde gerne erstmal in die Heimatwelt reisen. Und dann würde ich auch erstmal lieber alle Sachen ablegen, die ich habe. So. Yay, noch zwei Gewürze bekommen. So, dann mal schnell nach Hause. Hihi. Dom, da, dom. Hey, yo, bin wieder da, Freunde. Ich wäre dann wieder soweit. Es klingt auch, als ob ich fertig wäre. So. Die Daten deines Flugschreibers sind erstaunlich, Captain. Wir hatten keine Ahnung, dass es quasi um die Ecke eine andere raumfahrende Zivilisation gibt. Wir sind auf dem besten Weg, unseren Planeten der galaktischen Gemeinschaft zu etablieren. Vermutlich wäre es eine gute Idee, dieser Rasse eine gute Beziehung zu pflegen. Vielleicht brauchen wir in Zukunft mal einen Verbündeten. Wenn wir Aufträge für sie erfüllen, bleiben sie uns hoffentlich gewogen. Vielleicht sind ja auch andere Handelsbeziehungen an Handelsbeziehungen interessiert, was wiederum den Wohlstand unseres Reiches fördern würde. Aha, bist du bereit, weitere Missionen durchzuführen? Bin dabei. Unsere Städte haben Rekordmengen Gewürz hergestellt und jetzt haben wir einen Überschuss. Du musst für uns das potenzielle Käufer unter den raumfahrenden Reichen suchen. Oh weia. Damit wir noch reicher werden. Aha, wie mache ich das? Oh Leute, nicht so viel lesen. Es ist ganz einfach. Besuche unsere Kolonien mit deinem Frachtraum mit Gewürz zu füllen. Das Gewürz wird automatisch in deinen Frachtraum geladen. Dann besuchst du ein anderes Reich, einen Kauf, dem Gewürz interessiert ist. Dazu fliegst du ein paar der Planeten deines Reiches und nimmst über den Videokommunikator Kontakt auf. Über die Handelsoptionen findest du heraus, wie viel blablabla Gewürz bezahlen. Lass dich nicht übers Ohr hauen. Entscheide selbst, ob du verkaufen willst oder nicht. Sobald du einen Handelspartner gefunden hast, kannst du auch seine Gewürze erwerben und sie einem anderen Reich mit Gewinn weiterverkaufen. Aha, okay, ich bin dabei. Ausgezeichnet, du wirst schon bald in Geld baden. Such dir das Reich mit dem besten Angebot und hüte dich vor denen, die dich austricksen wollen. Ja, Kapitän, wie können wir behilflich sein? So, einmal reparieren, einmal alles aufladen. Handeln, wollen wir mit unserem Heimatplaneten handeln? Finanzmittel unzureichend. Wie viel brauche ich denn? 150.000, wie viel haben wir? 160.000, ah, okay. Gelbes Gewürz. Das kennt er auch noch nicht, wa? Ich würde mal sagen, eins verkaufe ich an euch. Wie, habe ich das jetzt gemacht? Nee, ich will nur eins verkaufen, so. Eins verkaufe ich gerne. Kann ich das wieder zurückkaufen? Auch gut. Ansonsten würde ich hier gerne ein paar von verkaufen. Wir haben drei, ich verkaufe mal zwei davon. Vom roten Gewürz. Was eigentlich rot sein sollte, aber hier gerade nicht ist. So. 139. Naja, reicht trotzdem nicht. Okay, dann leg wohl. So, dann müssen wir... Halt, warte, ich habe ja noch ein paar Sachen. Was mache ich denn jetzt mit den neuen Viechern? Ich habe Gewürze, gelbes Gewürz. Ich habe ein Kanali-Fuzzi-Ding. Ich würde das gerne aussetzen. Ach du Heiliger. Was machen wir jetzt damit? Irgendwie wird das gerade noch irgendwie nicht so behandelt, wie es sollte.
Wir haben noch so ein Viech. Ein Organismus ist voll und kann keine weitere Spezies mehr aufnehmen. Ach, die ökologische Nische ist voll. Was soll das heißen? Kreaturen größere Höhe abzuwerfen, bringt sie um. Ach so, ich muss sie sanft runterbiegen, okay. Ökologische Nische ist voll. Ach, das heißt, hier kann ich die gar nicht mehr... Oh, okay. Ja, nehme ich die natürlich wieder mit, ist klar. Komm wieder mit. Habe ich dich jetzt mitgenommen? Ich hoffe es. So. Wie sieht's aus mit Bäumen? Was ist damit? Ökologische Nische, es geht auch nicht. Hm, na gut. Ein paar Bäume und ein paar Viecher. Ich glaube, vielleicht kann ich auf dem roten Planeten ja welche hinsetzen. Das wäre ja möglich, oder? So, Entführungsstrahl. Ich würde gerne mal ein paar Pflanzen entführen. Die wir dann auf dem anderen Planeten einfach mal anbringen. So. Geht das auch? Nee, nicht. Schade aber auch. Na gut, der Frachtraum ist voll. Ach so, na gut. So, dann fliegen wir mal zurück zu den Goblins. Ich glaube, die heißen gar nicht so, aber ich nenne sie so. So, wo sind sie denn? Irgendwo hier waren sie doch. Kehre zum Planeten Gie zurück. Sind wir hier richtig? Ich glaube ja, ich meine es mal. Zoomen wir mal rein. Ist das der Planet, wo die netten Freunde waren? Ich glaube es. Kapitän Dome, unsere Theologen werden sofort mit der Untersuchung der Kreatur beginnen. Wir danken dir für deine Mühen und überreichen dir hiermit diese 30.000 Spore-Dollar. Finde ich gut. Ein Teil davon wirst du doch sicher dem Tempel des Bodes spenden, oder etwa nicht? Also, okay. Aufladen würde ich gerne nochmal. Und ansonsten, finde ich schon mal schön. Handel. Kolonie und Fassbar-Paket. Platziere auf Planeten eine Kolonie. Oh, das kostet hier sogar nur 90.000. Ist sogar viel, viel billiger als bei mir zu Hause. Ganz ehrlich, da kaufe ich doch eins. Na klar, da kaufen wir doch mal eins. Und das war's dann. Huch, was habe ich denn jetzt? Missionista 1. Du hast 5 Missionen gemeistert. Oh, Werkzeuge freigeschaltet. Trockenzeitgenerator, Atmosphäregenerator, Energiezelle, kleiner Energiespeicher. Hey, cool. Freut mich. So, ich würde jetzt gerne zurückkehren zu meiner Kolonie. Wo auch immer die ist. Hier ist Domus Community. Hier waren irgendwelche anderen Viecher. Wie finde ich denn jetzt meinen Planeten zurück? Das wäre schon mal schön. Mein Reich. Das war das hier, ne? Ich glaube, ja. So, dann zoomen wir mal da rein. Und kehren zurück zu unserem Planeten unbeansprucht. So, genau da will ich hin. So. Hallo, ich komme zu euch runter. Hey, yo. So, du hast keinen Lagerraum frei. Stimmt auch. Aber deshalb bin ich ja jetzt hier. So, wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Pflanzen. Kann ich die hier setzen? Du musst, den... Was? Du musst den T-Score des Planetenatoms erhöhen, damit Spezies hier überleben kann. Oh, okay. Ich muss also irgendwas hier... Ah, ich stehe mitten in so einem blöden Krater. Wo ist denn eigentlich meine Kolonie? Kolonie, wo seid ihr? Sieht so aus, als ob es irgendwie doch nicht da ist. Da seid ihr. So, heyo. Wie läuft's? Wie steht's? Wie geht's? Nicht so fit? Na gut, wir machen mal was. Was habe ich denn jetzt? Kann ich jetzt Planeten formen oder nicht? Anscheinend nur nicht so, oder? Trockenzeitleger, Piratenparty, Minilaser, das sind alles Waffen. Hier habe ich noch ein Kolonisationspaket, das ist hier aber nicht. Planetenformwerkzeuge habe ich noch nicht. Werkzeuge für Planetenfarbe und Fracht. Ich habe das alles nicht. Was mache ich denn jetzt? Hm, hier kann ja auch noch nichts überleben. Wenn ich das jetzt abwerfe, ne? Kann ich es überleben oder nicht? Nein. Du musst den T-Score des Planeten, hast du nicht gesehen, erhöhen. Mist. Stelle ich das an? Hä, wo gehe ich denn jetzt hin? Gehe ich zu so einem Geysir? Nee, irgendwie gehe ich zu irgendeinem... Okay. Hm. Und wie stelle ich das an, wenn ich fragen darf? Ich muss dann noch eigentlich hier Werkzeuge für Planeten. Für Planetenatmosphäre und hier halt... Um die Planeten, oder? Schokolade, Getriebe, Terra, Süß... Einfach, ich glaube, das sind andere Sachen, ne? Planetare Formwerkzeuge, okay. Planetenfarbe, Werkzeuge für Planetenatmosphäre. Wie kriege ich die denn? Zum Freischalten... Verbessere zum Freischalten deinen Terra-Score. Und der Terra-Score ist das hier. Ach so, okay. Na gut, und Gewürze habe ich jetzt natürlich nichts frei, war ja klar. Ah, sieht mal einer an, da kommt der Lieblingsraumfahrer angewackelt. Bla bla bla, danke, dass du mich empfängst. So.
Hier kostet wieder Geld, ja? Aha, ihr könnt nicht. So, handeln würde ich gerne. Ich würde nämlich gerne das hier... Oh, würde ich eigentlich doch sehr gerne verkaufen. Und ganz ehrlich, das Gewürz behalte ich aber noch. Dann mache ich jetzt einfach mal Lebewohl. Und ich hätte jetzt eigentlich gerne die Gewürze gehabt hier. Wieso geht das nicht? Habe ich jetzt was oder nicht? Wenn ich jetzt wieder rauszoome, ich zoome mal wieder raus. Nee, ich habe die Gewürze noch nicht. Wenn ich jetzt wieder reinzoome... Oder? Müsste ich sie haben? Habe ich sie? Habe ich sie nicht? Ich muss mal schauen. Soweit ich weiß, muss ich ja jetzt handeln. Irgendein Viech, eine Pflanze. Ich glaube, hier bin ich falsch. Naja, gut. So, wir schauen mal. Grün war ganz leicht, rot war schwer, blau war so lala, ne? Ich glaube es. Unbeansprucht. Mal schauen. Können wir den denn eigentlich auch bevölkern, den Planeten? Wäre ja theoretisch schön. Alter. Was ist das hier für Geräusche? Wollen wir das machen? Ich glaube, wir machen das. Probieren hier mal noch eine neue Bevölkerung zu pflanzen. So, es leben die Domes. Hey! Jetzt breitet euch aus. Oh weia. Aber schön. Und jetzt? Domes reich. Hey yo! Na, wie sieht's aus? Schön von dir zu hören, Kapitän. Unsere unsere Entwicklung des Planeten Bohr schreitet voran. Mehrere Gebäude würden allerdings unsere Produktivität steigern. Kann ich verstehen. Ja, machen wir. Okay, die Stimme der hat finde ich schon mal gut. Okay, den Planeten haben wir also schon mal mehr oder weniger bevölkert. Ich würde gerne zum anderen zurück und probieren, den irgendwie auszubauen, wenn das geht. So. Mal schauen. Dafür brauche ich doch eigentlich nur Geld. Und Geld habe ich ja eigentlich schon. Müsste das da nicht gehen? Also nur für die Leute, die es jetzt noch nicht wissen. Ne? Ich spiele hier gerade alles ganz blind. Also, wenn sich gerade Leute vom Kopf fassen und sich denken, ey, ich weiß, wie das geht. Toll, ich aber nicht. So. Wieso kann ich mir das denn nicht leisten? Terror-Score zu niedrig. Ja, toll. Und wie kann ich den Terror-Score erhöhen? Mal ganz nett gefragt. So, ich setze jetzt hier wenigstens Dekoration hin. Das muss doch sein. Und ein schöner Stadtbrunnen. Das schadet auch nie. So. Aber wie kann ich denn den Terra-Score erhöhen? Ich glaube, das geht nur, indem ich Missionen abschließe, ne? Missionen schließe ich ab, indem ich neue Planeten und Handelspartner suche und. Okay. Na schön, dann probieren wir mal noch eine Mission abzuschließen. Nur ein bisschen raus. Was haben wir denn hier? Hier haben wir die anderen Viecher. Wie sind die denn? Gleichgültig, okay. Probieren wir mal noch eine Mission abzuschließen. Yo, Kollege. Wir wären wieder da. Besetzt, ist mir klar. Oder? Sind das jetzt die... Goblins hier, die das Ding besetzen, den Planeten und so. Wo sind denn die? Ich sehe die gar nicht. Hallo. Also da wäre schon mal ein Fahrzeug. Das fährt in die Richtung. Da ist was. Das sieht feindlich aus. Wies. Okay. Probieren wir eine Kontaktaufnahme zu starten. So. Sei gegrüßt. Spots Diener fragen sich, was hat Captain hergeführt? Der Raumschiff Fahrträger bitte um Erlaubnis, in die Umlaufbahn einschwenken zu dürfen. Okay. Es steht geschrieben in den Schriftrollen des Glaubens, weise nicht zurück den Reisenden, bevor du nicht erfahren hast, sein Anliegen. Ja, eine sehr weise Schriftrolle. Ich würde gerne eine Mission abschließen. Der Wunsch, an der Seite der Spur des Kinder zu arbeiten, ist der Beginn der Weisheit. Lasst uns mal ein Detail besprechen. Ich will den Sonnenwind im Rücken spüren. Hat jemand eine Mission für mich? Anhänger des falschen Gottes, der erst kommen wird. Warte mal, dann heißt es doch, man kann das so ein bisschen gleichsetzen mit den Juden, oder? Weil die warten ja auch noch auf den großen Messias. Und da steht doch gerade der Gott, der erst kommen wird. Okay, die Juden glauben an Messias, aber die Kollegen glauben an einen Gott, der noch kommen wird. Okay, naja, kann ja sein. Wir haben goldene Götzerelikte geschaffen und auf anderen Planeten in diesem System versteckt. Spode sei Dank, haben wir von ihrer Existenz erfahren. Würdest du diese Objekte suchen und zum Planeten... Hilfe. Zum Planeten Kaujus bringen, damit sie zerstört werden können? Ist das nicht Dingens? Die Götzefiguren befinden sich hier. Planet Ken? Na super. Planet hast du nicht gesehen im Blablabla-System? Na super. Planet noch was, noch was. Bring sie zum Planeten Kaius, um nach der Rückkehr bekommen, belohnen wir dich mit 60.000 Spor-Dollar. Ja, finde ich gut. Machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. So, im Meleide-System. Da waren wir schon mal. Hier genau, da sind die ganzen Systeme, wo ich hin muss, glaube ich. Nach Hause würde ich allerdings auch mal gerne. Ist das unser Heimatplanet hier? Domes Community. Ja, sieht richtig aus. So, gehen wir nochmal nach Hause zurück. So. Ich funk euch an. Ich würde gerne reparieren und aufladen. Danke. So. Jetzt muss ich ja wieder zu diesem Melode-System. Ist das das hier?
Was ist denn das? Natri. Müssen wir da auch hin? Planet Jörda, Planet Akutel. Ne, da müssen wir, glaube ich, gar nicht hin, ne?